Jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der zu den hoffnungsvollsten Comedians der nächsten Jahre gehören wird. Ein guter Freund mittlerweile unserer Show. Bitte begrüßen Sie Luke Mockridge. Ja, hey. Fett. Hallo! Boah. Boah, geht's euch gut? Ja, ich hab noch so ein bisschen Restkater von Karneval. Hab ein bisschen gefeiert, hab's ein bisschen übertrieben. Geht ja auch nur ums Saufen und Ficken an Karneval, oder? Und ich war jeden Tag unterwegs, ne? Karneval Sonntag, Rosenmontag, Genitalherpes Dienstag, jeden Tag hab ich da Gas gegeben, ne? Und es ist ja für uns Jungs so, ne? Wir wollen ja eigentlich echt nur die Frauen da klar machen. Wir wissen, ne? Die Frauen sind da voll. Die treffen da schlechte Entscheidungen. Wir könnten einer dieser schlechten Entscheidungen sein. Aber dann verstehe ich die Kostüme nicht. Und ohne Scheiß, wenn ich jetzt an Karneval unterwegs bin, dann will ich ein sexy Kostüm anhaben. Ganz ehrlich, Jungs, ihr werdet niemals eine Frau klar machen, wenn ihr als fucking Erdbeere geht. Mit diesem grünen Scheiß doch auf dem Kopf. Ich habe nie so zwei geile Mädels gesehen, die sich an Karneval unterhalten. Boah, Franzi, hast du die Erdbeere gesehen? Oh. Die ist reif. Noch nie passiert. Ich hatte voll das Megakostüm, ey. Ich hatte ein geiles Kostüm. Ich hab mir so ein Käppi aufgesetzt, hab mich wie ein kompletter Hurensohn benommen und an meiner Vagina rumgespielt. Ich war dieses Jahr Justin Bieber. Oder nicht? Ey, letztes Jahr hatte ich keinen Bock auf Karneval. Letztes Jahr bin ich geflüchtet. Ne? Macht man ja auch manchmal, dass man weghaut, ne? Abhaut, keinen Bock hat. Ich habe mir einen Flug gebucht letztes Jahr aus Düsseldorf. Dachte ich. Es war Düsseldorf-Weeze. Und wenn man aus Düsseldorf-Weeze fliegt, dann fliegt man mit welcher Fluggesellschaft? Ryanair. Welcher Mongo hat das erfunden? Schon mal mit Ryanair geflogen? Alter, da kannst du froh sein, wenn du einen Sitzplatz hast. Das ist eine Stimmung. Freie Platzwahl auch, weißt du? Du kommst da rein, du hast keinen Platz, die besten Plätze werden hart umkämpft, achtjährige Kinder werden weggeboxt, alte Menschen per Roundhouse-Kick weggehauen. Vier Mexikaner laufen einem Huhn hinterher, das ist... So, ist das hier ein Flug oder ist das Hungerspiele? Keine Ahnung. Ich komme in den Flieger rein, das Erste, was ich sehe, ist eine zertretende Bockwurst im Gang. Die servieren da nicht mal Bockwurst. Wo kommt die her? Und dann sitze ich da, ne, hab dann irgendeinen Platz bekommen. Die Stewardess hat mir gerade in 9 Sprachen erklärt, wie der Anschnallgurt auf und zu geht. Ist kurz davor, bevor es losgeht, ne, und dann kommt immer dieser tolle Moment, wenn der Pilot sich aus dem Cockpit meldet und dir sagt, wie er die Scheiße jetzt rocken will. Alle sitzen da, ist kurz davor, dass es losgeht, und dann dieses... Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Ryanair-Flug 13. Ja, da bist du, Kapitän, der Löffel. So, wir fliegen heute. Von den Pferden. Von allen Freunden. Fliegen heute in nord-süd-ost-westliche Richtung München und landen dann in das Verfahren. Wir sitzen alle da hinten und denken so, okay, mach das. Ich habe 19 Euro für den Flug bezahlt, mir ist scheißegal, wo du langfliegst, Alter. Ich nerv den Piloten doch auch nicht. Ich gehe doch nicht mitten im Flug vorne an die Cockpit-Tür und sag dem, was ich gerade mache. So klopfst du vorne dran, so pff, pff, pff. Ich guck hier eine Folge Big Bang Theory. Auf meinem mitgebrachten iPad. Währenddessen esse ich eine Packung Knickknacks. Leider sind nur 4 fucking Nüsse in der Tüte. Trotzdem habe ich dafür 27 Euro bezahlt. Dann hast du auch nur Assis im Flieger, ne? Boah, ich hatte so eine Frau neben mir im Flieger. Oh, waren die Wollnis ein Grimme-Preis dagegen.
Und der Stuart, der perfekte, perfekt ausgebildete Stuart, ne, bilingual, kein Ding, ne, läuft durch die Gassen und bietet so Getränke an. Hier, heiße Getränke, Hot Beverage. Heiße Getränke, Hot Beverage. Heiße Getränke, Hot Coffee. Und dann wollte die Frau einen Kaffee und dann sagt der Mann ganz nett, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee? Und dann macht die Frau original. Ja, so. Huasis! Oh, hab ich noch ein schreiendes Baby im Flieger. Ist auch eine Katastrophe, oder? Wenn du so ein Baby im Flieger hast, was alles zusammenbrüllt, ne? Mit dieser Hustheulerei, die Babys so drauf haben, ist. Man will nicht assi sein, ne? Man will nichts sagen, ne? Aber man drückt sich dann einfach durch Atmen und Augen aus. Man ist so. Und alle denken das Gleiche. Alle denken. Ich habe einen kleinen Trick entwickelt, dass ihr nie wieder mit Kleinkindern fliegen müsst. Und zwar, wenn ihr durch diese Security durch seid. Und dann gibt es einen kleinen Trick von mir. Wenn ihr da beim Duty Free, gibt es ein Parfüm umsonst, heißt Tester. Könnt ihr so mitnehmen. Kein Ding. Ist aber gebraucht. Egal. Ihr geht durch die Security und seht dann schon diesen Flieger, euren Flieger, ne, das ist mein Flieger, und da seht ihr schon das ganze Team, mit dem ihr da fliegt, ne, und da seht ihr schon so eine Familie mit einem Kleinkind, die kurz davor ist, euren Flieg zu ruinieren. Also die wippen so ein Kleinkind, so, bist du gleich brav? Bist du gleich brav? Kleiner Trick von mir, ihr braucht ein Alternativkostüm, weißes Hemd, weiße Hose. Geht dann komplett in weiß gekleidet vor diese Familie und sagt dann, mein Name ist Gabriel. Wenn Sie Ihre Familie wirklich lieben, steigen Sie nicht in diesen Flieger. Verschwindet so in der Masse. Zieht euch dann wieder in die normalen Klamotten um, setzt euch in die Nähe der Familie, tut so, als ob nichts wäre. Ne? Irgendwann kommt die Familie auf einen zu und sagt so, Entschuldigung, sind Sie Gabriel? Und dann müsst ihr sagen, da, ich hatte mal einen Bruder, der Gabriel hieß. Der ist aber leider als Kleinkind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ihr habt den ganzen Flug Ruhe. Das war's von mir. Wir sehen uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Tschüss. Luke Mockridge. Vielen Dank. Luke Mockridge. Jetzt zu Justin Bieber. Ich tauche ja immer wieder neue Fotos auf und dann hier vom Polizeiverhör und so. Filmmaterial. Und jetzt wurden Polizeifotos veröffentlicht von den Tattoos von Justin Bieber. Ja? Schauen Sie mal da, hier so Bibelsprüche zum Beispiel auf dem Arm. Jesus und so. Das sehe ich jetzt, das konnte ich damals im Darkroom gar nicht erkennen. Das sehe ich jetzt, ist das diese Belief, ein Auge und so. Aber diese Jesus-Sprüche irgendwie, das ist sehr interessant, oder? Fehlt nur noch Hello Kitty eigentlich.